halten. Wir kommen zu Leverkusen, die immer noch auf Platz 1 der Tabelle stehen. Nicht wegzubekommen, wäre auch an diesem Wochenende nicht möglich gewesen, weil die Bayern ja noch ein Nachholspiel gegen Union haben. Aber wenn wir ehrlich sind, dachten wir doch alle, ja, jetzt in Augsburg, da bleibt es dann beim 0:0. Und nach beginnt der Weg von Leverkusen, wie wir ihn aus den letzten Jahrzehnten gewohnt sind, dann doch wieder runter von Platz 1. Aber in der 90+4, wie man formal sagt, war es Palacios, Herr Reif, der dann doch noch das 1:0 gemacht hat. Dachten Sie in dem Moment, jetzt werden Sie Meister? So weit dazu mache ich schon zu lange, als dass man sagen kann, erstes Spiel der Rückrunde, jetzt wird's schon. Nein, aber dass der Fußball, dass Sie selber sagen, so der Fußball gut hat, Gott hat ja doch ein bisschen was mit uns vor. Denn sonst fällt dieses Tor nicht. Also, dass das mehr war als nur ein Drei-Punkt-Spiel und am Ende jetzt, weil durch die Umstände, wann das Tor fiel und nach all den Mühen und den so vielen Torschüssen, die sie hatten, die aber nicht reingehen und es steht 0:0 und du weißt, also heute sind halt zwei Punkte weg. Gut, damit hätte man, die wären noch nicht alles verloren gewesen, aber ja, es wird es nicht umsonst geben. Aber jetzt, wenn das Tor so fällt, das macht, wie gesagt, hatte ich den Eindruck, ist mehr als nur ein Tor und mehr als drei Punkte statt einem Punkt. Und das hat man auch bei Alonso gesehen. Und gehört, Herr Reif, denn das wollen wir jetzt an der Stelle kurz einflechten. Der Trainer Xabi Alonso über diesen 1:0-Sieg in Augsburg. Ja, natürlich. Die letzten Minuten waren sehr emotional, aber die ganze Spiel war sehr schwierig, sehr intens gegen einen guten Gegner. War nicht einfach in der letzten Dritte die präzise Pass zu finden, den richtigen Raum zu finden. Aber die Jungen, sie hatten die Glaube. Zu besuchen bis Ende. Und total glaube ich, dass die letzte Tor war nicht Glück, war ein Reward von einer guten Arbeit und von einem guten Spiel, das wir haben gespielt. Also Reward. Ich glaube, Xabi Alonso und Ramon Musiala müssen wir noch mal zusammenführen, weil sprachlich verstehen die sich perfekt. Ich glaube auch, ja. Nein, aber ich wundere mich ja, dass wir verstehen aber alles, was er sagt. Es hat mit Deutsch so schon rudimentär zu tun, aber man hört ihm gerne zu. Total. Weil man das Gefühl hat, der erzählt einem jetzt nicht irgendwelche oder nutzt irgendwelche Sprachprobleme, um uns irgendwas hinters Licht zu führen, sondern ganz ernst, das war eine Reward-Belohnung und wir übersetzen es uns schon, weiß ich nicht, vorauseilend, damit alles auch stimmt. Ja, du merkst, dass einer da auch das siehst du ihm an, das spürst du. Das war, diese drei Punkte waren weg, also zwei von den dreien waren weg. Die hatten die waren schon auf dem Weg nach Hause. Und haben es aber, die Mannschaft, die hat bis zum Schluss und dann, das gefällt ihm, dass da dieser Glaube da ist. Und nochmal, die werden erst Probleme kriegen, wenn im Kopf da oben was zu verlieren ist. Im Moment hast du immer noch das Gefühl, wir haben schon wieder gewonnen. 14 Siege, 3 Unentschieden. Ja. Eine unglaubliche Bilanz. Ja. Und wenn er das hinkriegt, ihnen vor jedem Spiel zu sagen, Leute, wir haben nichts zu verlieren, hört einfach auf. Guckt nicht auf die Tabelle und guckt nicht, die anderen sind schon wieder, haben auch gewonnen gegen Hoffenheim. Was habt ihr erwartet? Dass die verlieren? Hört auf. Geschenk wird es nicht geben, lasst uns unseren Job machen. Aber das ist leicht hier gelabert. Das musst du in so einer Kabine hinkriegen. Und bisher läuft's. Und dass es dann auch ein Spieler wie Palacio ist in dem Moment, der plötzlich trifft, ja? Ja, also, aber das ist, der ist Weltmeister. Das wird man, glaube ich, nicht, indem man an der Bushaltestelle. Könnte auch ein Faktor werden, ja? Also ja. So einen Spieler da drin zu haben, der sagt, das ganz große Ding. Soll ich euch das Finale nochmal nacherzählen, wie das gelaufen ist? Möchtet ihr das hören? Kann ich euch sagen. Aber wie der spielt, dem zuzugucken, also die sind in Leverkusen, die wussten, dass er gut ist, aber dass er so gut ist, es gibt nicht sehr viel Bessere. Das ist Holding Six und Playing Six und Scoring Six, alles, was sie wollen. Das Super ist einer aus der Rodri-Kategorie. Würden Sie so weit gehen, Herr Reif, zu sagen, dass es
bereits ausschließlich ein Zweikampf um die Meisterschale ist? Naja, fragen Sie mal in Leipzig, wie sie gerade gespielt haben. Oder war nicht so dolle, oder? Stuttgart ebenfalls ja, nicht. Immer zu Hause verlieren gegen Frankfurt, das macht dich nicht zum Leverkusenjäger. Dortmund ist weit weg, aber das ist nicht auszuschließen. Nochmal, Sie müssten dann richtig Leverkusen federn lassen. Und die Bayern, damit da die anderen noch mal rankommen. Im Moment sehe ich... Dass es beide tun, halte ich für extrem unwahrscheinlich. Also einer von den beiden wird schon... Das sind und die zwei gute. Es ist ja nicht einer, der da... Es ist nicht Union letztes Jahr, der da hochkommt, weil alle anderen irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas anderes, besseres vorhaben. Und dann landest du da plötzlich und da denkst du, oh, das wird schwer. Stuttgart zum Beispiel, wo du sagst, pass auf, das ist normal, dass du da mal verlierst jetzt in Gladbach. Also... Das sieht sehr, sehr stabil aus, was die beiden da abliefern. Die Bayern werden jetzt nichts mehr falsch machen. Es ist nach Weihnachten und da sind die bei Verstand. Und bei Leverkusen, wenn du solche Spiele gewinnst, dann bist du da oben. Ich sehe kein Dreieck.